Guten Morgen, Deutschland. Die RKI-Files, liebe Leute, das wird immer besser. Ich finde das köstlich, was derzeit läuft. Ja. Heute Morgen titelt die Bild-Zeitung allen Ernstes. Ja, also da ist ja so viel geschwärzt, das kann sich ja nicht nur um Mitarbeiter handeln. Also der Bild-Zeitung, dem größten Käseblatt Deutschlands, fällt jetzt also auf, dass da wohl mehr geschwärzt wurde als irgendwelche Namen irgendeines Mitarbeiters. Und es betrifft, holla die Waldfee, Trommelwirbel, die Impfung. Oh, hui, jetzt wird's spannend, liebe Leute. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie zulassen werden, was dann für die Öffentlichkeit freigegeben wird. Ja? Ob es sich hier um einen bestimmten Impfstoff handelt, um alle Impfstoffe handelt, ob es sich speziell um Nebenwirkungen handelt, wo die Impfung doch jahrelang nebenwirkungsfrei war. Also das wird jetzt eine richtig interessante Geschichte, wenn schon das größte Käseblatt Deutschlands das Ding auf die Titelseite setzt. Eines können wir auf jeden Fall schon mal festhalten, diese Geschichte von Herrn Lauterbach und Herrn Dahmen, dass ein ausländischer Nachrichtendienst Propaganda betreiben würde. Ich glaube, die Story ist durch, oder? Karlchen, ja, Janosch, das könnt ihr wohl knicken, oder? Wunderbar, ich bin begeistert. Aber am köstlichsten, wirklich köstlich, ja, ist der neueste Wahlkampf-Gag der Christlich-Demokratischen Union, der CDU, also das ist die Partei, die immer das AfD-Programm neuerdings kopiert, ja, von wegen, wir reden mal drüber, aber machen tun wir nichts, in Thüringen. Ja, ja. Erstmal, ne, wir haben ja schon die ersten Stimmen gehört, die sagen, also die Linke und die BSW und die CDU in Thüringen sollten sich zusammenschließen, damit die AfD verhindert wird. Also der Herr Höcke, das ist ja allgemein bekannt. Und dann geht die CDU mit einer Kampagne an den Start zum Wahlkampf dieses Jahr in Thüringen links liegen lassen. Ja, also man diskutiert innerhalb der CDU in Thüringen darüber, mit den Linken und der BSW eine Koalition zu machen gegen die AfD. Und ihre Kampagne nennt sich links liegen lassen. Der geneigte Wähler, der noch etwas zwischen den Ohren hat, nennt sich Hirn, der dürfte jetzt gerade breit grinsen, genauso wie ich. Ja, finde ich spannend. Das Beste aber, liebe Leute, das sind dann noch die Wahlplakate. Ja, also da hätten wir zum Beispiel 10 Jahre Rot-Rot-Grün und das Ganze, ja, liebe Leute, Bürokratieabbau. Also wer war nochmal in den letzten 10 Jahren vom Bund ausgehend für die meiste Bürokratie zuständig? Das war doch wohl die CDU. Und die Länder in der Regel haben es dann umsetzen müssen, richtig? Interessant, ja. Es fehlen unglaublich viele Hausärzte und Ärzte in Thüringen. Ja, da macht man jetzt auch Rot-Rot-Grün für verantwortlich. Übrigens, mit denen man ja genau koalieren möchte. Richtig. Und man macht also die dafür verantwortlich. Und wer ist nochmal für die Gesundheitspolitik zuständig? Die Kommune, das Land oder war es nicht doch der Bund? Genau, es ist der Bund. Der Bund ist für die Gesundheitspolitik zuständig und die CDU macht in Thüringen Wahlkampf damit und erzählt euch da draußen in Thüringen, dass, und ich will den Herrn Ramelow weiß Gott nicht in Schutz nehmen, ja, aber dass er dafür verantwortlich wäre. Supergeil, supergeil. Ist mit Sicherheit ein kleines bisschen mitverantwortlich, weil er hätte wahrscheinlich mal einen Krankenhausplan durchsetzen können etc. pp. Alles korrekt. Aber vom Grundsatz her, für diese missratene Gesundheitspolitik hier in Deutschland, ist nur einer immer verantwortlich. Nämlich der, der in Berlin am Kabinettstisch sitzt. Ja, der Kanzler und seine Scharren. Wunderbar. Und in den letzten 10 Jahren war das wer? Ach, das war die Dame, die damals angerufen hat, ne? Und in Thüringen erfolgreich eine Wahl manipuliert hat. Wunderbar. Ich bin begeistert, liebe Leute. Aber das Beste, das wirklich köstlichste, das atemberaubendste Wahlplakat in Thüringen, was wir derzeit auf den Straßen sehen, das ist das hier. Liebe Damen, liebe Herren, Thüringer und Thüringerinnen und neuerdings auch Thüringerinnen, warum fühlt ihr euch nicht mehr sicher auf den Straßen in Thüringen, in Sachsen, in Brandenburg, in ganz Deutschland? Warum nicht?
Naja, kann es vielleicht daran liegen, dass das Ursprungsproblem ein hausgemachtes der CDU ist, nämlich seit 2015. Und diese CDU in Thüringen geht jetzt tatsächlich her und versucht, diese Bundesentscheidungen, denen die Länder und Kommunen folgen müssen, jetzt auf Rot-Rot-Grün abzuwetzeln. Nach dem Motto, haltet den Dieb, ich war's selbst. Oder wie war der Spruch? Ich weiß es nicht mehr. Ja? Man schiebt die Verantwortung von sich, um einfach an die Macht zu kommen, beziehungsweise zu verhindern, dass jemand an die Macht kommt, der euch da draußen mal diesen ganzen Dreck in Klammern Wahrheit so sagt, wie es tatsächlich ist. Es wird ein spannendes Jahr, liebe Leute. Aber dieser Wahlkampf, links liegen lassen in Thüringen, das ist bis jetzt die Nummer 1, eindeutig, des Wahlkampfs.